Pass auf, was du da treibst. Hier gehen Leute. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Heute werden wir das Dorf verlassen und uns endlich mal um neue Quests kümmern, wenn das Spiel funktionieren würde. Hallo? Ah, okay. Das Verdammt. Hat lang gedauert. Auf gegen mich zu laufen. Das ist ein Problem. So, wir wollen nämlich nach Scarlet und da mal das Ganze unter die Lupe nehmen. Wieso laufen wir in... Bist du doof? Wieso läufst du in die Richtung? Hallo, das ist doch... Hä? Achso, okay, gut, ja. Aber der andere Weg wäre trotzdem besser gewesen. So... Der erste Boxenstopp ist dann da unten. Gucken, ob wir auf Banditen treffen. Ich sollte absteigen. Und einfach mal direkt meine Waffe in die Hand nehmen. Nur für den Fall der Fälle. Ich weiß nicht, was hier auf mich lauert. Ein Ladescreen. Spiel gespeichert. Okay, hier wird wahrscheinlich etwas Größeres passieren. Umsonst hätte er hier nicht gespeichert. Da kommt Rauch raus. Lebt da jemand? Nee, oder? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Kann ich hier vorüber? Was soll denn der Scheiß? Wo bin ich? Wieso kann ich da nicht rüber? Hä? Hey? Ist das Spiel leiser geworden? Oder kommt mir das nur so vor? So, jetzt aber. Muss man hier einmal komplett rumlaufen. Aber das hier sieht ziemlich bewohnt aus. Gehen wir hier einfach mal rein und gucken mal nach, was hier abgeht. Ah. Hier hat jemand ordentlich gewütet. Okay, ich kann da gar nicht rein. Gut, das ist keine gute Idee, da lang zu gehen. Habe ich so ein Gefühl. Die ganzen Türen sind irgendwie verschlossen. Alter, ist jemand. Wem sagst du das? Sogar meine Zehenspitzen tun mir nach dem Üben weh. Nicht, dass ich besser geworden wäre. Also, ich habe was gelernt. Den Aufwand war's aber nicht wert. Gucken, ob ich direkt jemanden hätte. Die guckt mich an. Hey. Stopp! Hey. Headshot! Uno Segundo, ich rüste mal direkt meine starken Sachen aus. Ich spüre das Gift. Oh, ich hab den Türken getroffen. Was hast du hier zu suchen? Als Maul. Müsste der Typ nicht irgendein Gift sterben? Ah, okay. Schön. So gefällt mir das. Gut, Geld brauche ich ja sowieso nicht mehr, aber die Groschen sammle ich trotzdem ein. Und meine Pfeile muss ich immer mitnehmen. Ganz, ganz wichtig. Das sind nämlich sehr, sehr wertvolle Pfeile. Der ist vergiftet. Der müsste bald umkippen. Das sind nur Banditen, oder? Ja. Ich werde keinen Pfeil an die mehr verschwenden. Kipp einfach um. Ein Schuss, ein Treffer, Freunde. Hallo? Kipp um? Okay. Der müsste aber auch langsam umkippen. Ich will keine Pfeile verschwenden. Meine Giftpfeile sind mir echt wichtig. Wir sollten einfach abwarten, bis sie einfach so umfallen. Na los, kipp schon um. Ist das cool, ey. Oh. So lob ich mir das. So, direkt die Pfeile wieder einsammeln. Dich hatte ich schon, ne? Ja. So, das Brot nehme ich sehr gerne.
Wieso kriege ich eigentlich doppelt so viele Pfeile raus? So, ich sagte ja, meine Schießkünste sind eigentlich gar nicht so schlecht. Das war einfach nur Pech. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Pech. Okay, ich vermute mal, hier sind noch ein paar Leute. Hallo, ich will hier vorbei. So, hier ist das Essen. Das muss ich aber nicht vergiften. Das hier ist in überraschend gutem Zustand. Wer ist da? Der kippt gleich um. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Kommt er jetzt erstmal hier angelaufen, damit er hier sterben kann. Okay, das hätten wir untersucht. Aber wir sind trotzdem nicht die Banditen, ne? Na los, kipp um. Geht doch. Wieso nicht gleich so? Ich mag das, dass ich meine Giftpfeile wieder einsammeln kann. Das ist sehr, sehr gut. Deswegen ist Treffen auch sehr, sehr wichtig. Damit sie halt auch krepieren, ne? So, wie sieht meine Sattheit aus? Oh Gott, ich muss schnell was essen, bevor ich meinen Buff verliere. So, das dazu. Okay, mehr Essen habe ich nicht mehr. Ich muss mehr Essen klauen. Hat ich immer noch Essen? Rasenfleisch will ich jetzt nicht unbedingt haben. Ist alles roh. Bin viel zu faul zum Kochen. Na gut, wir werden ja bestimmt noch mehr Diebe treffen, ne? Apfel. Dankeschön, das gibt mir auch Energie, das finde ich gut. So, gehen wir zu den anderen Orten. Ja, wenn man vor allem Bogen schießen kann. Ja gut, den Bogen wirfst du ja nicht hinterher. Aber wenn du mit Pfeilen und dem Bogen umgehen kannst, so ist besser gesagt, dann ist das Spiel verdammt einfach. An sich ist das Kampfsystem brutalst schwer. Aber mit Pfeil und Bogen, ihr seht schon, sobald man trifft, ist er tot. Und wenn, dann kippt er irgendwann um. Den nächsten Boss, der kommt, den kann ich auch einfach so treffen, irgendwie am Körper und dann die ganze Zeit weglaufen und mich dann Keks freuen, dass der umkippt. Weil ihr habt's ja, ich habe mich ja einmal selber vergiftet und ihr habt ja gesehen, was für einen Schaden das gemacht hat. Ich vermute mal, ich muss runter, oder? Gut, dann gehen wir lieber runter. Das heißt, egal was auf mich zukommt, ein Schuss weg. Das Gift ist geil. So, und da lauern gleich schon die nächsten Feinde auf uns. Es wird aber langsam dunkel. Ich sollte auf jeden Fall schon mal einen Trank zu mir nehmen. Nein, nicht fallen lassen. Okay, ist extrem hell schon. Aber ist besser für YouTube. So, außerdem kann ich die Gegner jetzt besser sehen. So würde es übrigens auch aussehen, wenn ich den Kontrast einfach heller stelle. Also es ist eigentlich ein Pfeil, der Kontrast erhöht. Ein Pfeil, ich meine ein Trank. Muss ich hier nach dem Rechten suchen? Oh, ein Stück weiter, wir müssen zu B. War doch gerade Licht. Das ist wahrscheinlich einfach nur die Sonne, die so verdammt hell ist. Ist hier keine Sau? Sieht nicht allzu schlimm aus. Vermutlich waren die Hundsfette wasserscheu. Holzkohle. Hier wurde mächtig Radau gemacht. Aber es steht noch. Okay.
Keine Gegner mehr. Faszinierend. Naja, ein Ort haben wir ja noch. Ich habe eigentlich mit mehr Gegenwehr gerechnet. Och Mann, ich habe jetzt extra das ganze Zeug benutzt. Ich meine, ich habe theoretisch unendlich davon, das heißt, ist eigentlich egal. Was bist du denn für einer? Boah, wie ausgewichen ist. Scheiße, Mann. Hä? Wo läuft der Typ hin? Hab ich jetzt gesehen, wie ich ihn im Laufen getroffen habe? Wo ist der denn hingelaufen? Oder wo wollte er denn hinlaufen? Der Bergarbeiter. Oh. Hä? Bergarbeiter? Hoppala. Aber die dürfen trotzdem nicht hier sein. Hallo, was ist mit meinem Trank? Hallo, Trank? Gut, der Trank scheint nicht zu wirken, weil es zu duster ist. Eine Truhe. Sehr schwer zu knacken, aber das kriege ich hin. Das ist jetzt kacke. So, jetzt aber. Wow, das ist der Wahnsinn. Ich meine, ich kriege Essen. Ja, das ist natürlich gut, aber... Was da drin ist, ist echt lächerlich. Boah, so viel Hunger habe ich auch momentan nicht. Das spare ich mir. Ist nur die Frage, ob die Bergarbeiter mich angreifen, weil die haben ja nicht umsonst Waffen. Vielleicht war das ganz gut, dass ich ihn abgeschossen habe. Geht das denn hier hin? Alter, geht das tief rein. Na, endlich mal eine Höhle, wo man richtig tief reingehen kann. Das habe ich irgendwie vermisst bei diesem Spiel. Ich meine, überall gibt es hier Höhlen, weißt du, aber du kannst nur irgendwie 5 cm reingehen. Soll ich hier überhaupt rein? Bist du wahnsinnig? Hör auf, mich zu schubsen! Du bringst uns doch alle um! Hör auf damit! Deine Gier hat dir das Hirn vernebelt! Nein. Tu das nicht! Nein! Oh. Hey! Kannst du mich hören? Hörst du mich? Bist du noch ganz? Komm schon, sag was! Entkomme aus der Mine. Hey! Hey, du da! Was hast du getan? Ich? Gar nichts. Einer von euch muss ihn in den Stollen gestoßen haben. Wenn du nicht hier rumschnüffeln würdest, wäre nichts von dem passiert. Ich habe nichts damit zu tun. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Was es auch ist, ihr habt euch für einen Mord zu verantworten. Nur wenn er davon erfährt. Seid doch vernünftig, Leute. Hört zu, seid doch nicht dumm. Wollt ihr wirklich noch einen Mord auf dem Gewissen haben? Es könnte ein Unfall gewesen sein. Aber du weißt, dass es keiner war, hm? Vielleicht warst du's ja, der ihn gestoßen hat und wir haben dich aufhalten müssen. Das ist doch lächerlich. Wenn ihr von hier verschwindet, verspreche ich euch, dass niemand Fragen stellen wird. Hey, wo geht ihr hin? Ihr lasst uns doch nicht im Stich, oder? Wir haben doch so schöne Zeiten gehabt. Habt ihr vergessen, wie wir uns umeinander gekümmert haben? Hey! Okay. The fuck? Wo ist er hin?
Kann der Typ überhaupt irgendwas sehen? Ich habe meinen scheiß Trunk, weißt du, aber ich sehe trotzdem nichts. Hallo, Bergarbeiter. Essen die mich gerne. Der andere wird wahrscheinlich abgehauen sein. Ah, du bist die Verrätersau. Großvaters altes Schwert. Okay. Ein Strohhut. Ich will einen Strohhut tragen. Ja, bitte lass mich einen Strohhut tragen. Mann, die Geräusche sind zu laut. Zum Bullshit. Ja gut, gehen wir hier raus. Ist das riesig hier, das ist so geil. Dann geht's da einmal lang und hier. Aber ich gehe mal nicht den Weg entlang, sondern gehe mal hier lang. Es ist nicht so seicht, wie es aussieht. Schade. Ich wünschte, ich könnte schwimmen. Übrigens, das Wasser sieht echt geil aus. Okay, wo komme ich hier lang? Ist das der richtige Weg? Ist eine Leiter nach oben. Auf der anderen Seite sind die Jungs, oder was? Oder ist das der Rückweg? Auch eine Leiter nach oben. Oh, da geht's irgendwie weiter. Hä? Führt das hier im Kreis? Das wird hier im Kreis, oder? Nee, hier ist Ende. Ist ja ganz seltsam. Ein komischer Nachttrunk bringt hier drin auch nichts, ganz seltsam. Ich glaube einfach nur, dass es questbedingt nicht funktioniert, weil sie es, keine Ahnung, ausgeschaltet haben, nicht dran gedacht haben. Übrigens, der Schatten der Leiter ist auch cool. Ich denke nicht, dass hier viel versteckt sein wird. Wir werden hier wahrscheinlich auf die anderen Leitern noch treffen. Ist hier ein Labyrinth? Hey! Hey! Wer ist da? Hallo? Heilig. Ja, tschüss, dann lauf mal weg. Meine Untaten, weißt du? Ich habe gar nichts gemacht. Ich laufe hier rum. Verdammt, ich hätte ihnen folgen sollen. Dann ist er eventuell in die Richtung. Kommen wir jetzt hier raus? Ich hoffe doch. Hallo. Ja, wenn der mich nicht bemerkt, dann musst du leider sterben, tut. Tut mir leid. Gib mir mal dein Essen. Und das. Oh, sehr schön. Wie sieht es eigentlich mit meinen Klamotten aus? Ich weiß, dass einige total kaputt sind. Okay, ich habe noch die Stiefel. Die könnte ich vielleicht noch reparieren. Weil die machen zu viele Geräusche. Auch wieder so solche leise Dinger. Das Problem ist, ich habe sie nicht repariert und deswegen, ja, ihr seht schon. Eigentlich kann ich die auch wegwerfen. Dann bin ich wenigstens nicht nackt. Der Strohhut ist geklaut? Der ist nicht geklaut. Der hat mich angegriffen. Einfach den Flüchtenden hinterher, dann passt das schon. Die werden ja wohl nicht in eine Sackgasse laufen wollen. Ich habe das Gefühl. Hey! Das, was sagt man dazu? The fuck? Willst du mich verarschen oder was? Verprügel dich! Du wirst leiden. Ich hol mal fallen Bogen raus. Ich schlachte dich ab! Hab ich irgendjemanden getroffen? Oh scheiße, ich habe den Fackelträger getroffen. Das hätte ich nicht machen sollen.
Oh, du lebst ja noch. Du hast Sadist bekommen? Der kippt sowieso gleich um. Können wir ihn kurz noch beklauen? Hey, mein Giftpfeil! Ich klaue einfach mein Giftpfeil aus ihm raus. Sah das gut aus? Oh, was sind das für Handschuhe? Ja, nehme ich. Alte Stiefel. Kannst du behalten. Die sind nicht geklaut. The fuck? Verarschen kann ich mich alleine. Sollte vielleicht einen Ring... Nee, ein Ring ist zu auffällig. Hast du Schuhe, die ich gebrauchen kann? Nein, natürlich nicht. Was ist denn Sadist? Seltsam. Allgemein, für gesamte Spielzeit 6,5 Tage. Ja, nicht schlecht. Gesammeltes Geld 364.000 Groschen. Hm. Das ist cool, die Statistik anzugucken. Gucken wir uns am Ende des Let's Plays an. Jetzt nicht. Hier haben wir eine Fackel und ich vermute mal, wir gehen in die Richtung. Leider nicht. Dann haben wir wenigstens nicht viel Auswahl, wo wir lang gehen. Was haben wir hier? Eine Sackgasse. War ich hier nicht schon mal? Das sieht alles so gleich aus. Ist nur die Frage, ob da jetzt jemand steht oder ob das Licht ist. Licht. Ich habe keine Ahnung, habe ich ihn getroffen? Läuft er weg. So, nehmen wir dich einfach wieder mit. Bin frei. Ah. Sehr schön. Wo bin ich jetzt? Ach du Scheiße, wie weit bin ich denn gelaufen? Na gut, begeben wir uns mal nach Rattay zurück. Dann können wir direkt hier Vieh aus Rattay angucken. Überfall? Nein. Nein. So, wir sind da. Hui. So, wie sieht's aus mit unserer Nahrung? Boah, ich ziehe mal mein Zeug rein hier. Bevor es schlecht wird. So, da wir ja noch ein bisschen Zeit haben, bis die Läden und so weiter aufmachen, können wir auch eine Runde schlafen gehen. Hey, was soll das? Hier schlafe ich sonst immer. Ich habe euch extra eine Stadt gebaut und was macht ihr jetzt hier? So eine Nervensägen, ey. Selbst hier schläft einer, ich fasse es nicht. Da schläft die Sau, ist klar. Und ich krieg keinen Schlafplatz, oder was? Alle Schweine. Ah. Wie geht es dir, Heinrich? So. Ihr solltet die Leiter auch benutzen. Nur mal so zur Info für euch. Komische Leute hier. Was zum Teufel? Hä? Die haben sich hochgebackt. Und ich muss laufen. Ich fasse es nicht. So, die Fackel kann jetzt weg. Wie das hier aufgesplittet ist. Das ist geklaut. Das ist meiner. Ich hab ihn nur zurückgenommen. The fuck? Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Himmel,
Pass auf, wo du hingehst. So. Hallo. Okay. Du nicht? Ach, du wahrscheinlich. Guten Tag. Hä? Mach's gut. Hä? Ja gut, dann halt nicht. Mach's gut. Gut, die Quest können wir vergessen. Ist ja seltsam. Na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir halt jetzt die Quest abgeben. Ja gut, wir brauchen hier auch eigentlich kein Viech, ne? Aus dem Weg, Mann! Autsch. Scheiße, jetzt komme ich da auch nicht mehr vorbei. Ach, verdammt! Ihr kommt da durch, oder was? Pass etwas besser auf. Schönen Weg versperren. Was zum Teufel? Oh, ich bin hier falsch. Ich muss noch höher. Mann! So, jetzt aber. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Wegen der Mine in Scarlet's. Ich bin wegen der Mine hier. Sehr gut. Was hast du herausgefunden? Der Hof wurde geplündert und hat Schaden genommen. Es wird dauern, ihn wieder in Ordnung zu bringen, aber er muss nicht neu aufgebaut werden. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Und hast du dort Diebe oder irgendetwas Verdächtiges bemerkt? Wendel und seine Leute haben Silber gestohlen. Diese Maden. Ich wusste es. Hast du ihn hergebracht? Leider nicht. Er hatte Angst, auf dem Scheiterhaufen zu landen und versuchte, mich zu töten. Nun, ich bin froh, dass ihm das nicht gelungen ist. Aber nun werde ich gar nichts erfahren. Tja, das ist wohl Pech, nicht wahr? Tja, so ist das Leben. Wie sieht es mit meiner Belohnung aus? Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Ich glaube zwar nicht, dass jeder von dir Rede war, aber da du alles genauestens ergründet hast, verdienst du gewiss ein, zwei Groschen für deine Mühen. Ein, zwei Groschen? Sie haben mich versucht, mich zu töten. Sie versuchten, mich zu töten? Ja, natürlich. Eine traurige Welt, in der wir leben. Gewiss hast du dir dafür etwas Silber verdient. Es war mir ein Vergnügen. Gut. Hier, bitte sehr. 300 Groschen. Das ist nicht genug. Das ist den ganzen Ärger kaum wert, den ich hatte. Du hast wohl recht. Hier hast du etwas mehr. Geld, Geld, Geld. Das ich nicht mehr brauche, ist mir egal. Unter Feinden. Wir wollten erstmal Maskerade machen, ne? Maskerade. So, dafür greife ich mal auf mein Pferd zu. Wir brauchen dafür Wolfszähne. Wir haben die Originalen. Wir brauchen Rabenfedern. Zwei Stucker. Glaube ich, waren das. Was brauchten wir noch? Mal gucken. Ach, scheiß drauf. Gehen hier direkt drauf. Beschaffe Hundehaut. Optional erlege bei Nacht einen Hund. Brauche ich nicht. Suche Andreas den Wirt auf, sobald du Federn, Zähne und Hundehaut hast. Okay, Hundehaut haben wir auch. Das weiß ich. Habe ich extra aufbewahrt. Hundeleder. Haben wir sogar zwei von. Easy. Gut, und damit werden wir jetzt direkt weitergehen. Kann ich hier rüberspringen? Jawohl. Assassin's Creed, Junge! So, Pferd. Kann ich nicht klauen, schade. Nun denn, wir wollen... Was ist das denn jetzt? Achso. Andreas, stimmt. So, Freunde, wir sind angekommen. Wir haben jetzt eine Quest, wo wir uns als Kumanen verkleiden sollen. Wir haben damals herausgefunden, wie ein Kumane in Augen der Bürger aussieht.
Und er hat halt Reißzähne, hat irgendwie Rabenfedern und ledrige Haut oder so, keine Ahnung. Jedenfalls werden wir das alles und mehr morgen erfahren. Hör auf mir zuzuwinken, ich kenne dich nicht. Haut rein, tschüss.